Ich habe mir eine Challenge gestellt. In diesem Video werde ich eine komplett neue Münzroutine entwerfen. Der Haken, ein Zufallsgenerator entscheidet darüber. Und das ist dabei rausgekommen. Und somit, ja Leute, was geht ab? Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird ein Zufallsgenerator mir bestimmte Fragen beantworten, wie viele Münzen ich zum Beispiel verwenden darf, was ich machen muss und so weiter und so fort. Und ich werde daraus eine Münzroutine bauen. Und am Ende gibt es das Ergebnis. Zuallererst beschäftigen wir uns damit, wie viele Münzen ich denn überhaupt verwenden soll. Dafür haben wir das Ganze hier einmal mit einem Zufallsgenerator. Ich habe die Zahlen angegeben. Es sollen mindestens ein, maximal vier Münzen im Spiel sein. Und ich möchte eine Zahl haben. Zwei Münzen soll ich verwenden. Gut, nun entscheidet sich jetzt nun, ob ich das Ganze mit Gimmicks machen soll. Wenn ja, mit Magnetic Coins, mit Shells oder es soll eine Set of Hand Routine sein. Wir gucken mal. Okay, diese Routine wird Slide of Hand stattfinden. Nun gibt es einen Vanish, den ich dort auf jeden Fall benutzen soll. Einen einzigen. Okay, ganz klassisch den Retention Vanish. Nun gibt es eine einzige Palmage, die ich ausschließlich verwenden darf in der ganzen Routine. Classic Palm, Finger Palm oder Thumb Palm. Oder Thumb Clip heißt das ja. Okay, mir wird relativ einfach gemacht, der Finger Palm. Ob ich ein Hilfsmittel verwenden darf oder nicht und welches. Okay, ich soll Quiver verwenden. Damit haben wir alles und ich liste das Ganze jetzt hier noch einmal auf. Hier haben wir das Ganze alles nochmal und zwar, ich soll zwei Münzen verwenden. Die soll Slide of Hand stattfinden, die Routine. Ich muss ein Retention Vanish mit einbauen. Ich darf die ganze Zeit nur die Fingerpalmage verwenden, was mir ziemlich einfach gemacht wird dadurch. Und als Hilfsmittel soll ich Quiver verwenden. Das ist das Ganze und mit diesen Hilfsmitteln oder beziehungsweise mit diesen Kriterien arbeite ich jetzt eine Münzroutine aus. Zwei Münzen. Ja. Hier haben wir dann jetzt übrigens auch Quiver. By the way, das Ganze ist eine Tischroutine, das heißt im Close-Up-Bereich Table-Hopping zum Beispiel. Nein, nicht Table-Hopping, sondern wo ich halt so vorne sitze. Okay Leute, ich habe schon sehr gute Ansätze und ich glaube, ich habe tatsächlich schon die Routine jetzt zusammen. Aber ich muss die noch ein bisschen üben, damit ich euch die dann zeigen kann. Ich werde übrigens eine Musik unterlegen, weil es ist tatsächlich schwierig, jetzt irgendwie kurz was Vernünftiges zum Sprechen zu finden. Thank you.
Und das ist dabei rausgekommen. Ja, Freunde, das war tatsächlich auch schon meine Routine. Es ist eine kurze, knackige und finde ich relativ geile Routine, weil so viele Sachen dabei sind, an die man gar nicht denkt. Und das Tutorial dazu behalte ich mir jetzt erstmal vor. Irgendwann wird es wahrscheinlich Kübe bei uns im Shop geben und dann kann man sich darüber Gedanken machen, ob man die noch extra dazu anbietet, dass man die noch mit gratis dazu packt. Und genau. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal geil, mal was anderes zu machen und einfach mal so eine Routine zu closen. Und das mit dem Zufallsgenerator. Ich nenne diese Routine hier so. Ich muss erstmal überlegen, deshalb weiß ich noch nicht ganz. So heißt die Routine. Und genau. Dann war's es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Folgt mir auf Instagram. Beim nächsten Mal werdet ihr nämlich gefragt, was ich denn in meine Routine einbauen soll. Und genau, let's go. Ciao.